Ich bin seit 25 Jahren hier im Betrieb und ich freue mich immer noch, jeden Tag hier zur Arbeit zu kommen. Muss ich einfach so sagen. Das macht sich schon dadurch bemerkbar, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und verlasse das Haus mit einem Lied auf meinen Lippen. Die Plasmafraktionierung ist ein Verfahren zur Gewinnung von Proteinen aus Humanplasma, aus denen im Endeffekt dann Arzneimittel hergestellt werden. Bei uns in der Fraktionierung wird praktisch die Löslichkeit der Proteine beeinflusst. Das geschieht durch Zugabe von Ethanol, praktisch durch Einstellung der Ethanolkonzentration, durch bestimmte pH-Werte, durch Absenken der Temperaturen. Und nachdem diese Zugaben getätigt sind, werden einzelne Fraktionen, praktisch einzelne Proteine abgetrennt, die wir mittels Zentrifugation oder Filtration abtrennen und dadurch unsere Intermediate, die Pasten, gewinnen. Bei der Pastenernte ist es folgendermaßen: Die Paste wird aus dem Rahmen genommen, wird in ein PE-Bag verpackt, kommt in eine dementsprechende Kiste rein, wird verwogen und etikettiert. Und nach der Verwiegung wird die Paste im Tiefkühlhaus zwischengelagert bis zur Weiterverarbeitung. Also für mich gibt es jetzt nicht unbedingt ein Projekt oder eine Leistung, auf die ich besonders stolz bin. Für mich ist es einfach die tägliche Arbeit. Wir eben versuchen müssen, mit immer einer gleichbleibend hohen Qualität zu arbeiten. Das heißt, immer mit einem gleichbleibend hohen Standard, weil die Produkte, die wir herstellen, natürlich schwerkranke Menschen bekommen. Und die müssen sicher sein, dass sie auf unsere Produkte zählen können.